So, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sally Face. Ja, und mal schauen, was wir eigentlich machen mussten. Okay, ja, stimmt ja. Wir mussten irgendwie in das Lehrerzimmer kommen. Also wir mussten irgendwie Larry helfen, ins Lehrerzimmer zu kommen. Und wir haben dabei einen Ball, eine Büroklammer und eine Kamera. Das irgendwie benutzen. Kamera. Wie soll das denn? Naja, ich weiß. Kann ich dir vielleicht die Kamera geben? Nee. Irgendwas müssen wir ja machen können. Lautengeräusch, ja, ich hab noch die. Oh. Keine Ahnung, hat sich angehört, als käme es von draußen. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Vielleicht war es schon wieder diese verdammte Vögel. Bist du dran vorbeigekommen? Ja, toll mitgedacht wegen der Ablenkung, Kumpel. Ich habe das Papier gesehen. Super, irgendwas, das uns hilft. Naja, ich hatte nicht wirklich viel Zeit und konnte es daher nicht so genau sehen. Falls du mir nochmal ablenken kannst, könnte ich es versuchen, es wahrzunehmen. Nein, wir wollen die Aufmerksamkeit nicht auf uns ziehen, weil wir das Platz stehlen. Du bist der Boss, Sally. Was sollen wir also tun? Gib mir eine Minute, ich denke mir sowas aus. Kamera? Halt. Hier, benutze Ash Kamera, um ein Foto davon zu machen. Gut mitgedacht, Kumpel. Bereit, wenn du es bist. Es geht los. Achso, muss ich wieder. Puh, was war das? Keine Ahnung, hat sich angehört, als käme es von draußen. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Vielleicht waren es schon wieder diese verdammten Vögel. Okay. Hat's diesmal geklappt? Hast du's? Das Papier war nicht da. Was? Wie kann das sein? Niemand sonst hätte da rein können, ohne dass die Person bemerkt. Ich sieh dich nur auf, Mann. Ich hab das Bild. Ach du Pfefferderber. Geschafft. Schauen wir es uns an. Kim, Jesse, Geburtsdatum sind. Ich glaube, ich weiß, was tun ist. Also lass uns da Wort treffen. Das hast du. Da, du hast es geschnallt. Dann lassen wir mal zum Ohr. Die Freude auch noch. Nee, jetzt nur so? Nee, oder? Ah, ja. Also. Hast du die für den Schluss kommen? Bin dabei. Ach so, ich muss die Flasche ausfüllen. Cafeteria? Oh, jetzt. Ja, also. Die arbeiten nicht so gut bisher, aber wir sind immer noch hier und verdreht eure Zeit damit. Ich sag's euch, das ist einfach Fleischwurst. Dir schmeckt's also. Auch alles Kumpel. Hey, damit hat sie recht, Chuck. Ja. Aber ich hoffe echt, du hast recht. Travis? Kim? Versicherung, lass mich in Frieden. Versicherung, lass mich in Frieden. Was wollt ihr? Mir schon vor. Jetzt muss ich die. Mensch.
Kriegen das so die Flasche zu. Zu gehen. Angestellt als Kantinenköchin, wie ist der gerade Ausbildung Hauptschulabschluss, frühere Anstellung und Amateurfotografin. Diensten Kinder sagen, dass sie aufhören soll, die Vögel im Hof zu füttern. Egal andere Lehrer. Okay. Kriegen wir dazu die Fleischwurst zu gehen? Ich muss noch irgendwas machen können. Ich muss ja anscheinend einen Vogel finden hier in dem Bild. Jetzt kann ich wahrscheinlich so Kim gehen und kann ihr das Foto geben. Also bitte, Ja, ich hab's für dich gemacht. Alles klar, danke für deine harte Arbeit. Echt süß von dir, Sally. Danke. Ich habe mich gefragt, ob du mir sagen kannst, wo die Schule die Fleischwurst bekommt. Warum bist du sehr an der Fleischwurst interessiert? Oh, naja, meine Freunde und ich mögen die echt gerne und wollten wissen, wo wir sie herkriegen. Sie wird hergestellt von Frau Peckerton, 100% Rindfleisch. Einmal in der Woche bringt sie es von der Farm. Ich gebe dir noch etwas Fleisch extra, als Dank für das hübsche Foto. Danke vielmals. Jetzt habe ich Fleischwurst. Einfach Rind, 100% Rind. Ich gehe davon aus, dass er kein 100% Rind ist. Irgendein Rappen ist. So, hab noch mehr Fleischwurst. Perfekt. Kim sagt, dass Frau Peckerton sie herstellt. Wo keine Chance kommt, sie lebt in einer Wohnung, wie kann sie denn das Fleisch für die Cafeteria selbst herstellen? Das frage ich mich auch. Oh ja, ich habe total vergessen, dass sie dort wohnt. Ich sehe sie so gut wie nie. Vielleicht ein oder zweimal, seit ich eingezogen bin. Sie kommt meistens spät nach Hause. Ich glaube, sie hat immer mehrere Jobs. Lehrer werden nicht so gut bezahlt, wie ihr vielleicht denkt. Also es ist ganz normal. Ja, immer. Wenn Frau Peckerton zu Hause ist, macht sie sehr viel Lärm. Nicht überhörbar. Das ist die, wo immer die Dekogeräusche aus der Wohnung kommen. Was jetzt? Sollten wir bald mal über die seltsame Seite ihrer Arbeit fragen? Oder versucht ihr es mit eurem Detektiv-Ding? Ich weiß nicht so recht. Was denkst du, Seth? Lass uns etwas herumschnüffeln, bevor wir zu dir gehen. Ich mag es nicht, wie es bis jetzt zu sein scheint. Wenn etwas Verachtenswertes hier los ist, sollten wir es Packerten nicht wissen lassen, dass wir herumschnüffeln. Ja, gut mitgedacht, Sally. Okay, worum geht's? Du und Larry euch nicht mit Frau Peckers im Klassenzimmer umsehen, während alle Lehrer in der Pause sind. Tom und ich untersuchen weiter die Fleischwurst. Genau, was ich mir gedacht habe. Wir kommen mal zurück. Larry, du musst für mich die Augen offen halten. Warte vor der Tür und wir sagen Bescheid, wenn er kommt. Du hast es verstanden. Verdammt, sie hat den Schreibtisch nicht abgeschlossen. Weißt du noch, wie man Schloss knackt, wo ich es dir gezeigt habe? Ja, aber das ist kein Schlüsselloch. Ein Zahnschloss? Scheiße. Wie sollen wir das auch kriegen? Lass mich einfach mal sehen. Kann ich das drehen?
2, 3, 1. 3, 1. Och, was noch? 3, 1, 4, 1. 4, 1. Ah, offen. Gut gemacht, Kumpel. Was ist drin? Nur ein Haufen. Wartepapiere und. Warte, das ist ein Geheimfach. Mann, das ist seltsames Zeug. Was ist das? Bin mir nicht sicher. Warte mal, das kommt mir. Als erstes noch das Metall erinnert mich an Jim's Fritzbox. Die könnte noch wichtig sein. Ich soll es mitnehmen. Metallbox wie die. Scheiße. Passiert es wieder? Ja, ich. Das ist in da. Bist du sicher, du könntest dehydriert sein? Du hast nichts am Mittag gegessen. Geschafft. Hä? Es ist endlich vorbei. Aber keine Probleme. Sehen wir nach Tom und Ashley. Die werden sich hier noch untersuchen müssen. Hey Jungs, wir haben das seltsam in Packenburg. Wie kommt ihr auch mit den Tests voran? Bis jetzt keine Anzeichen von gefährlichen Chemikalien oder Bakterien. Auf jeden Fall denke ich, sind wir uns alle einig, dass hier irgendwas Seltsames vor sich geht. Was immer es ist, lasst es euch nicht Schack sagen für den Moment. Als wir eben gesagt haben, dass sie keinen Hackbraten mehr anbieten, hat er fast einen Herzinfarkt. Ja, er hat recht. Lass uns uns im Graben halten, bis wir uns ganz sicher sind, was es ist. Ich denke mal, alle wissen, was wir jetzt zu tun haben. Verdammt, ich werde schon wieder verpassen. Ich muss auf Ben aufpassen, bis meine Eltern heimkommen. Vielleicht kann ich danach helfen. Etwas später am selben Tag. Wir sind daheim. Ich brauche ein bisschen, damit es funktioniert. Kein Problem, ich muss mich vorher noch um was kümmern. Okay, wir treffen uns trotzdem mal, sobald alles fertig ist. Perfekt. Cool. Kann es sein, dass das Bild größer geworden ist, oder sind wir einfach nur größer geworden? Wollen wir nicht mal kleiner? Na gut, wir sind, bin ja auch weiter. Treffchen 202. Frau Rosenberg? Vergiss es. Was willst du, Sam? Ich wollte nur sehen, wie es ihm geht. Ich bin vielleicht alt, aber ich kann immer noch gut auf mich selbst aufkümmern. Entschuldigung. Oh, Frau Rosenberg. Die gute alte Frau Rosenberg. Die irgendwie komisch ist. Oh, hallo, lieber Sally. Du hörst dich müde an. Geht's dir gut? Ja, ja, es geht mir gut. Ich war nur in Gedanken. Du kennst mich. Hast du das Buch beendet, das du begonnen hattest? Habe ich. Du hattest doch immer genossen. Was ist los? Machst du es endlich? Die meisten Enden von Geschichten sind Lügen, die uns falsche Hoffnungen machen. Was meinst du? Es gibt kein Happy End im wahren Leben, Sally. Wir alle haben ein grausames Ende. Du kannst das nicht auf sicher wissen, los. Und selbst wenn es wahr wäre, würde das unser Leben dich noch wertvoller machen? Es ist unsere Chance, hell zu leuchten, bevor uns die Nacht verschlingt. Deswegen versuche ich, mein Leben so gut wie möglich zu leben. Es ist schließlich mein einziges. Nicht für dich, mein Junge. Hä? Oh, mach dir keine Gedanken. Ich bewundere deine optimistische Sicht am Leben. Es ist etwas, das ich leider schon vor langem verloren habe. Okay. Ja, wenn ich den Spiel, was wir da mal gespielt haben, zufolge. Oh. Wo wir so. War ja auch die Rosenberg und. Okay, du hast Eltern. Hi, Mrs. Morrison. Hey, Sally. Seid ihr Jungs unterwegs zu einem Abenteuer? So wird das in der Art. Ich finde das so toll. Das Leben ist voller unerwarteter Abenteuer und wunderschöner Mysterien, die nur darauf warten, entdeckt und erforscht zu werden. Da liegen sie völlig richtig. Ja, nutze den Tag. Allerdings ist es manchmal auch nett, nach einem langen Tag einfach nur auf der Couch abzuhängen. Verstehst du? Ray und ich haben gerade ferngesehen und dann schläft er ein, wie ein kleines Kind. Ist der nicht süß? Klar, warum nicht, aber... Ihr habt doch gar keinen Fernseher. Ist ja nicht so toll ohne diesen ganzen Lärm. Ja. Naja, ich werde dann mal lieber gehen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Ton sieht ein bisschen zu oder irgendwie. Weil sonst kann ich mir das nicht erklären. Ah, Topf sind wir aber, glaube ich, hier. Ach nee. Da wo kriegt der Topf dran steht. Sprechen? Hast du's? Was soll ich denn haben? Fangen wir an. Bevor wir anfangen sollten, sollst du noch die Spur-Supergier abholen. Sicherheitshalber. Ach da, Super-Idee, bin gleich wieder da.
Nasenbluten, Entschuldigung. Schrecklich. So, nee, andere Richtung. Okay, was haben wir jetzt zurück? Ja, eine Tasse. Gucken, ob Papa da ist. Das ist so eine Welt. Das ist ein altes Foto von Mama. Ich dachte, Papa hätte sie alle weggeworfen. Hi Mom, ich vermisse dich. Ich hoffe, du hast jetzt wenigstens deine Ruhe. Auf der Rückseite ist ein angeschriebener Notiz. Henry, du bist mein Licht in der Dunkelheit. Ich kann gar nicht glauben, dass wir einen kleinen Jungen bekommen. Ich kann mein Glück kaum fassen. Alles ist perfekt. Liebe, deine Diane. Papas Computer. Papas Computer läuft bald. Weißt du, aber ich kenne sein Passwort nicht. Vielleicht finde ich sie irgendwie raus. Okay. 1, 2, 5, 4, 7. Okay. Ich gehe davon aus, dass es auch für den Foto und das unter dem Bett zu tun hat. Aber da wir noch nicht so weit sind, können wir das auch nicht anschauen. Sind denn 200? Also 201 war das. Ne, da, 202. Das. Jetzt haben wir alles. Hast du's? Fangen wir an. Hab die Sicherheitskameras gehackt. Und werde ich selber mit Bildmann von den leeren Gang in Endstoßstange abspielen, bis ihr beiden wieder seid. Seid vorsichtig. Ich hab's. Super, wir sollten uns beeilen, damit wir nicht erwischt werden. Ja? Alter, hier stinkt's nach ungewaschenem Hintern. Ungewaschener Hintern und käsige Füße. Ach du meine Güte, hier halten wir uns lieber nicht so lange auf. Dieser Gestank wird nicht lange zu ertragen sein. Sieh das Bild an, was den Packer denn wirklich noch eine Farbe bildet. Ich weiß nicht, das Bild gibt mir ein komisches Gefühl. Ich versitze richtig. Ja, voll, ich merke das auch total. Sehen wir uns mal um. Radio? Ein nettes altes Radio, aber es lässt sich nicht einschalten. Ist wohl kaputt. Gucken Sie mal. Windel? Das sind ziemlich viele Windeln. Glaubst du, das ist... Mist, verwendet sie alle selbst? Gut möglich, Kumpel. Packard ist ein Urgestein. Okay, der ist zu. Ich gehe erstmal gucken. Gefrierer? Da drin ist kiloweise Fleischwurst, gefrorenes Gemüse und noch andere Lebensmittel. Wirklich nichts Verdächtiges. Na gut. Die Fleischwurst ist schon verdächtig genug, ha? Badezimmer? Badewanne. Wann hat sie das letzte Mal diese Badezimmer geputzt? Oh, wo? Da schwimmt ja noch was. Wie widerlich, der hat nicht richtig abgespült. F. Ah, da jemand gerade mit einem dicken Fest F. Schlafen? Verschlossen und das ist ein komisches Mer. Ja, sind nicht so am Türknopf. Die Zeit der Uhr steht auf 3.14 Uhr. Wenn ich sie bewege, wandern sie trotzdem wieder in diese Position zurück. Verdammt abgesperrt. 3.14. Ich gehe davon aus, dass es der Code ist. Haha, Code, ja. Ist irgendwas komisch in den Kühlschrank? Nein, nur Sachen, die man dort erwarten würde, aber das ist ein Folgenschuss am Kühlschrank. Kriegst du das auf? Klar, gib mir eine Minute. Und offen? Noch nicht. Das ist immer noch die... Das Würstle? Schon offen? Noch nicht. Beeil dich doch mal. Ich hab's. Okay, machen wir's auf. Das ist die Ziege, die immer gemäht hat. Ich wusste es. Es sind Ziegen, verdammte Scheiße, ich wusste es. Und ekelhaft. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Schauen wir mal, ob wir in diese Schatz mal kommen. Okay. Warum ist denn jetzt hier Blut? Ich meine, Dinge dann da.
Naja. Das ist die Ziege. Hey, Kleiner. Bah, 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 bah. Was für ein war das? Ein Geisterziege. Das sollte ich mir nicht überraschen, aber ich habe es definitiv nicht kommen sehen. Ja, ich auch nicht. Ich bin wahrscheinlich nur wieder die Geisterziege gekommen. Ja. Ich glaube, die möchte uns irgendwas sagen. Hallo, Herr Ziege. Ba, 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 ba. Nee. Eine Mähziege. Was? Mit dir noch irgendwas sagen? Das ist hier auch was anderes. Aber hier nicht. Das Badezimmer. Das Zimmer. Nee? Auch nicht. Hat die einfach die Wurst haben. Doch, eine Toilette liegt. Was stand hier auf 314, ne? Ja. Das ist ein sehr seltener Schuss. Ich weiß nicht, ob ich das öffnen kann, aber ich werde es weiter versuchen. Das ist ein sehr seltener Schuss. Die Zeige der Uhr stehen auf 314. Wenn ich sie bewege, wandern sie trotzdem wieder auf die Position zurück. Verschossen, das ist ein komisches Knopf. Ja. Oh, komm. Och, ja. Soll ich dir das noch angucken hier? Das Radio? Muss ich vielleicht den richtigen Radiosender haben, damit es funktioniert? Weiß. Soll ich die Zeit ändern? Warum soll ich die Zeit ändern? Vielleicht, dass ich abends ist? Schieße, er kommt immer sehr spät nach Hause. Also es hat irgendwas mit der Uhr, 104.7, dann kann sich das richtig umstellen. 3, 1, 4, geht ja nicht. Ich gedacht, ich muss wieder aber mit Pi. Keine Hinweise auf irgendwas. Dann muss ich jetzt wieder auf 3:14 stellen. Ich muss hier eine andere Uhrzeit einstellen. Oder 1, 3. Nee, geht ja nicht. 1, 3 geht auch nicht. Oder Pi andersrum. 3, 1, 3, 1, 1, 1, nee. Ach, ich kann nicht jetzt herumraten, was für etwas.
keinen Anhaltspunkt oder irgendwas, oder? Außer das Radlos. Ich bin in 5. Badezimmer, Kühlschrank, Gefrierbox. Hast du das gefahren, Gemüse noch irgendwo? Für 7? 10:47 vielleicht durch die Ohrmarke? Ich glaube, das ist 10:47. Das ist genau, das ist das hier. Muss das vielleicht auch 10:47? Muss das vielleicht auch hier eingeben? 7? Ach. 4. 7? Team 47 ist die Ohrmarke. Ja, was hat die? Sagt mir die Ziege vielleicht mal was, weil die kommt ja immer wieder. Die Ziege noch irgendwas? Hallo, Herr Ziege. 1, 2, 1, 2. Was ist das für ein Suchbett? Durch dieses. Ich habe keine Ahnung. So. Oh, das erste Schatz wurde damit aufgeschossen. Gehen wir es uns ansehen. Okay, das ist wegen die Ziege. Da ist wer drinne. Heiland, ekelhaft. Hallo? Mr. Packerton? Hallo? Ich glaube nicht, dass er dich hören kann. Du hast recht, sieht aus, als wäre es in einem vegetativen Zustand. Alter, ist das eklig und da kommt auch sicher der Gestank her. Schauen wir uns so schnell um, damit wir hier schnell wieder rauskommen. Das heißt schon, all diese Berichte sprechen von Mr. Packertons Tod. Wenn er tot ist, wer liegt dann hier in dem Bett? Was ich wissen will, ist, warum sind hier so viele vollgemachte Windeln hier? Im Ernst, was zum Teufel? Ich weiß, was du meinst. In diesem Apartment wird mir total schlecht. Du glaubst doch nicht, dass sie... Nein, nein, vergiss es. Daran möchte ich gar nicht denken. Wenn die mysteriöse Zutat menschliche Exkremente wären, hätte Todd das sicher im Labor festgestellt, nicht wahr? Denke schon. Okay, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Beeilen wir uns einfach. Also, ich spreche mit Mr. Todd. Okay. Das ist einfach nur das Gleiche. Oh. Sind Sie Mr. Packerton? Bitte einmal pinseln, wenn Sie mich hören können. Hallo? Der hört mich nicht. Der hört mich nicht. Ein Geisterdiener. Ich darf mit irgendwas machen. Mein Junge, bitte. Hilf mir. Wie kannst du? Bist du tot? Ich bin irgendwie dazwischen. Allein seit einer Ewigkeit. Hat Mrs. Packerton Ihnen das angetan? Früher haben wir uns geliebt, das dachte ich zumindest. Ja, das ist Ihr Werk. Bitte, du musst mir helfen, damit mein Leid endlich ein Ende gesetzt wird. Was ist in der Fleischwurst drin? Fleischwurst? Ich fühle, darüber weiß ich nicht viel. Dieser Raum ist mein Gefängnis, mein Grab, des ewigen Leidens. So werde ich niemals von hier entfliehen können. Wie kann ich Ihnen helfen? Du musst diese entsetzliche Maschine abschalten. Aber das ist nicht, würde da nicht... Hat mein Leiden endlich ein Ende und ich kann endlich Frieden finden. Aber bist du sicher? Bitte, mein Kind, du musst dich beeilen. Sie wird bald zurückkommen. Komm, ich sehe den Stecker. Ich hoffe, ich habe das richtig getan. Du hast keine Wahl, Kumpel. Der arme leidet unter solchen Schmerzen. Es war, was er wollte. Ja, ich denke schon, es ist nur... Scheiße, sie ist zurück. Schnell hinter die Kassen. Falls wir es nicht in Leben rausschaffen, ich liebe dich, Kumpel. Ich liebe dich auch. Du bist der beste Freund, den ich jemals hatte, weißt du? Dasselbe gilt für dich, Kleiner. Hey, tut mir leid, wenn ich die Stimmung zerstöre, aber was zur Hölle ist dieser Ort eigentlich? Ashley, du hast uns zu Tode erschreckt. Das sieht man euch an. Mann, bin ich froh, dass ich so sehen. Ich dachte, das wäre es mit uns. Ich dachte, du müsstest auf Benjamin aufpassen. Mein Vater kam früher nach Hause, also konnte ich gleich hierher fahren. Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe.
Ist das Mr. Pinkerton? Ist er... Das war ja... Jetzt hat er endlich Ruhe. Verdammt. Und bitte erzähl mir nicht, dass... das in die Falschhaus kommt. Hoffe ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Das ist immer noch ein Raum, den wir uns nicht angesehen haben. Da müssen wir unbedingt noch rein, bevor wir gehen. Oh, sieh das mal an. Während wir uns versteckt haben, habe ich diesen Schlüsselring unter dem Kasten gefunden. Einer der Schlüssel öffnet sicher die Tür zum anderen Schlafzimmer. Wir drehen uns das an. Mir ist alles recht, solange wir aus diesem Raum kommen. Ja. Wir sind drin. Was zum... Oh mein Gott. Wand untersuchen? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Noch so ein perfektes Kombinationsschloss. Was sehen wir denn? Ich gehe davon aus, dass es wieder Pi ist, ne? 3, 1, 1, nein. Okay, die Punkte bringen mich nicht weiter, was da steht, oder? Oder warte mal, da sind 1, 2, 3, 4. 5, das sind 5 Balken. 0, 0, 9, 9, 9. Was ich hab keine Ahnung. Verlassen erstmal. Untersuchen. Das ist ein, wie ein Schlachtschloss da drin. Das ist ein, wie ein Schlachtschloss. Also. Muss das Zahlenstoff sprechen. Sprechen? Alter, ist dieser Raum russisch. Ich merk's. Das ist total abgefahren. Please help. Missing, missing, missing. Please help. Was hat mir vorne? 1, 0, 4, 7. 1, 1, achso, ich hab keine 0. Warte mal, achso, warte mal. Werde ich hier wieder. Nee. Das ist jetzt super. Das ist ja super. Keine Ahnung, wie ich weiterkomme. So gar keine Ahnung. Ich mache was im Inventar. Okay, gerade. Das ist ein Paket Schlüssel. Ich kann nicht einfach irgendwelche Tasten drücken. Und Alter, ich weiß schon. Ich habe leider keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wo ich den Code finden könnte. Hat das auch was mit diesen blöden Punkten zu tun? Ich kenne die Wand hier so weiter. Das ist nicht gut, ja. Mehr kann ich dazu nicht machen. Ich komme auch nicht raus, also ich könnte ihn irgendwo gucken. Weiter, also muss dieses, der Code ja irgendwo hier sein.
Aber wo? Ich habe nur Zahlen von 1 bis 5. 1 bis 5, oder? 1 bis 5, 1. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von 1 bis 6 habe ich nur Zahlen. 1 bis 6. 1, 2, 3, 4. Es muss ja irgendwas mit diesem. Es muss ja irgendwas. Mit der Zahlenkombi da hinten zu tun haben. Weil sonst würde die ja nicht hängen. Das ist ja das Einzige, was man richtig lesen kann. Aber was es damit sich auf sich hat, weiß kein Mensch. Also ich zumindest nicht. Ich krieg's nicht raus. Ich kann ja nichts weiter beobachten, ich kann nichts weiter machen. Ich habe mein. Der Gearboy funktioniert auch nicht. Und Pi ist es auch nicht. 3-1. 4-1 war es, glaube ich. 3-1, 4-1. Pi ist 3-1, 4-1. Ich glaube nicht, dass sie nochmal. 3-1, 4-1, nee. Person, 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 Missing, Lisa. Es muss ja irgendwas mit diesen Balken da zu tun haben. Fünf Balken. Ich kann nur von 1 bis 6 gehen. Ein Balken, 6. Nur vier Zahlen. Vier Zahlen, fünf Balken. Muss ich vielleicht sechs? Sechs, vier, drei, zwei. Was ist mit diesen Balken auf sich? Überall sehe ich fünf Balken. Ich habe keine Ahnung. Ja. Mein Mensch.
muss ja irgendwas mit diesen blöden Zahlen machen. Aber wie komme ich denn darauf? Ach du meiner Dings, ich krieg diese blöde Gefriertruhe auf. Prima. Ich drücke jetzt woanders rum, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich bin nämlich. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen. Ich hab's. Entschuldigung, Risiko. Links auf der Truhe sind doch Punkte und Striche. Das erste ist ein Punkt, dann folgen 1, 2, 3, 4 Striche. Dann 3, 4 Punkte. 4 Punkte und ein Strich. Links ist wieder ein Punkt. Ich gehe mal aus, das ist wieder ein Punkt und dann. Vier Striche. Und das dritte ist drei Punkte und zwei Striche. Och, du Heiler, da habe ich jetzt. Ich brauche da schon ziemlich. Oh, ich gar nicht wissen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Verlassen. Also habe ich eine 1. Ein Punkt, vier Striche. Drei, vier Punkte. Ein Strich ist. Die 4 hätte ich gar nicht gucken müssen. Das ist ein Strich und 4 Punkte und 2 Striche ist eine 3. Es sind einfach nur die Punkte gezählt. Ach du Heiland. Ja, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Das ist nicht. Ja, ich bin ein Frierer. Also habe ich eine 1. Oh, hätte ich mal da. Oh, 1. 4. Das war keine 4. 3, 4. Doch war eine 4. Eins. Oh. Wir haben uns damit auf jeden Fall übernommen. Wir brauchen Hilfe. Das sind keine Knochen.
Was? Hier sind keine Knochen, es ist alles nur Fleisch. Kumpel, nein, komm schon. Esch hat recht, wir sollten Hilfe holen. Siehst du es nicht? Niemand kann uns helfen. Alles, was hier passiert, wird verschleiert. Der Kult, Luke Shadi, Frau Sanderson, wer weiß sonst, was hier versteckt ist. Wir können der Polizei nicht trauen und wir können unseren Eltern nicht sagen, weil sie uns zur Polizei schicken würden. Sie haben uns noch nie etwas geglaubt. Also, was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Es wird alles immer schlimmer. Pinkerton zerstückelt Leute und serviert sie den Urk. Ich glaube, ich werde einen Freistoß nie mehr wie früher sehen können. Und? Und was? Sie haben mich gefragt, weshalb ich Fleischwurst nicht esse, und ich habe ihnen erzählt, warum. Bei allen den fanatischen Geschichten, die sie uns erzählt haben, wäre es doch spannend zu hören, was danach passiert ist. Wieso? Weshalb sollte ich ihnen noch mehr erzählen? Sie glauben mir ohnehin kein Wort meiner Erzählungen, und die Ereignisse werden ohnehin nur immer unglaublicher. Außerdem werden sie es ohnehin so zuschneiden, dass die Zuschauer glauben, ich wäre verrückt. Wenn Sie uns die Geschichte bis zum Ende erzählen, wird sie als Ganzes ausgestrahlt, ungeschnitten, das verspreche ich Ihnen. Ich habe gehört, dass Sie Todd Morris den Namen erwähnt haben, bevor wir hier angefangen haben. Haben Sie ihn besucht? Sie erzählen mir hier nichts. Ja, wir haben gestern mit ihm geredet. Geht es ihm gut? Ist er immer noch im Krankenhaus? Wissen Sie was? Sie erzählen mir das Ende der Fleischwurstgeschichte und ich erzähle Ihnen von Todd. Bevor wir Mrs. Beckers Zimmer verlassen haben, ist Ash noch etwas aufgefallen. Hey Leute, schaut euch das mal Hinter diesem Bild ist ein Müllschlucker versteckt. Das ist komisch, dieser Haus hat doch gar keinen Müllschlucker. Kann ich nicht sehen, also führt er nicht nach draußen. Seht ihr vorsichtig, Ash. Da ist ein kleiner Rechtschreibfehler. Ich frage mich, wo er hinführt. Erstmal nicht im Müllschlucker klettert. Ash! Ash, alles in Ordnung? Ash? Oh nein, oh Gott, oh nein, das darf nicht wahr sein. Bitte mach das weg, ist es hier gut? Wir müssen rausfinden, wo das hier hinführt. Wie sollen wir, was sollen wir? Ich muss da runter, anders geht's nicht. Alter, nein, denk mal nach, was, wenn du auch runterfällst oder wenn du auf sie drauf lässt, wenn sie noch lebt, das könnte sie umbringen. Okay, ja, du hast recht, wir sollten nachdenken. Ach du Heiland. Was? Och. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Edutidio und. Nicht. Ja. Ich weiß, wo das hinführt. Was? Wie? Vergiss es. Geh und hol Todd. Und wir sehen uns im Keller wieder. Ach, was ist so? Sam, was hast du gesehen? Geht es echt gut? Alles wird gut. Komm, hilf mir. Dieses Apartment steht schon lange leer. Es ist in schlechtem Zustand, aber Ederson kann sich die Renovierung nicht leisten. So wie im fünften Stock. Es ist das, was du in einer Vision gesehen hast, Sal? Nein, das funktioniert anders. Es ist mehr so etwas wie eine starke Intuition. Okay, du führst uns an, Larry. An. Larry und ich werden dich unterstützen, wo wir nur können. Abgeschlossen. Moment, eine von den Schüsseln von den Packertons sieht aus wie eine der alten Bratschüsse. Versuch mal. Stimmt, die hätte ich fast vergessen. Perfekt. Da drin ist nichts. Ich meine die Minute, damit ich mich umsehen kann. Wohnzimmer. Hier kommt noch was Grünliches. Oh. Schlafzimmer 1, Schlafzimmer 2. Schlafzimmer.
riesig hier. Okay, hier ist nichts. Teppich. Der Teppich hat einen Riss. Das sieht fast aus. Alter. Da muss ein geheimes Untergeschoss sein. Der war definitiv nicht in den Bauplänen, die ich gesehen habe. Vielleicht ist es ein alter Erdkeller. I had no idea, was war das? Was ist das hier? Ich habe keine Idee, was das ist. Der dritte Schlüssel von Mrs. Pegerton passt bei der Tür. Da unten muss Ash sein. Das ist der einzige Ort, an den dieser Schlund führen könnte. Auf geht's. Okay, das sieht nicht gut aus. Unglaublich, diese Architektur. Lässt darauf schließen, dass das Gebäude mehrere hundert Jahre alt ist, mindestens. Hunderte Getränke in Blut, die Wohnanbetungen, das ist echt abgefahren. Alles ist von einer dicken Staubschicht bedeckt, was darauf hindeutet, dass dieser Raum nicht genutzt wird und es auch schon lange nicht mehr wurde. Wir können nur hoffen, dass die Grässigkeit, die an diesem Ort stattgefunden hat, nur noch der Vergangenheit angehört. Klar, naja, wir müssen irgendwie durch dieses Tor kommen. Offensichtlich gibt es hier keinen Mechanismus, mit dem man das große Tor bewegen kann. Vielleicht ist er direkt an die Wand eingebohrt. Es ist gut möglich, dass man den Apparat zum Öffnen nicht sieht. Wir sollten uns aufteilen, um den Raum besser absuchen zu können. Ich weiß nicht, ob ich es umlegen möchte. Sprechen. Was sind das für stachelige Dinge am Boden? Ich meine, du kannst dich nicht mal umdrehen, ohne dir in den Zehen zu stoßen. Und die stechen ganz schön. Untersuchen? Ein altes, in Leder gebundenes Buch. Auf der Vorderseite ist das Symbol eines Vogels in einem Kreis. Der Text ist in einer mir unbekannten Sprache verfasst. Ich kann ihn nicht lesen. Auf einigen Seiten sind Blutspritzer. Und es sieht so aus, als wäre der untere Teil des Buches angezündet worden. Sobald ich es berühre, wird mir schwindelig, als würde ich ein seltsamer Kraft von mir ausgehen. Ja. Ich habe was gefunden. Das kann ich bestimmt da draufsetzen. Das muss ich wahrscheinlich irgendwie drehen. Das ist eine Falltür. Untersuchen. Ein altes Lederbundes Bogenlöser vor einer Ziegenkopf zu sehen. Es ist einer fremden Sprache fast und die Seiten riechen nach verfaultem Fleisch. Wieso komme ich da ein Déjà-vu? Glühbirne hätte ich hier nicht erwartet. Die müssen später erst eingebaut worden sein. Allerdings, diese Glühbirne ist besonders faszinierend. So eine habe ich noch nie gesehen. Wie schaltet man sie ein? Das ist mir ein Rätsel. Es gibt keinen sichtbaren Schalter. Ich habe mich schon überall umgesehen. Hier ist so ein Falltür. Hier ist auch irgendwas. Ich kann aber nichts machen. Mit dem Ding komme ich auch nicht weiter, oder? Doch. Okay. Alter, diese kleinen Obelisken-Dinger sind größer geworden. Heb sie auf. Was? Soll ich auf hier Obelisken-Dinger?
So, und dann vielleicht hier noch mal ziehen. Passt. Ja, oder aber zurück. Da wo es gerade steht. Vielleicht so. Und ich drehe nur das mittlere Ding dann hier bei dem. Oder? Ja. Fast. Jetzt, haha. Es ist offen. Alter. Willst du, dass ich in mein Herz komme? Ich habe mich fast zu Tode erschreckt. Entschuldige, ich habe es geschafft, das Tor für einen Moment zu öffnen. Aber der blöde Schalter will nicht unten bleiben. Schaut, könntest du auf dem hier stehen? Larry gehen, Ash suchen und du kannst dafür sorgen, dass wir nicht eingestellt werden. Klar, mach ich. Bereit? Nein, aber Ash ist irgendwo da drin, also los. Pass auf ihr Arm. Pass auf ihr Bein. Ich will nicht, dass noch wer hier unten verloren geht. Nein, das möchte, glaube ich, keiner. Sieht so aus, als gäbe es zwei Wege. Wir teilen uns besser auf. Ich hätte befürchtet, dass du das sagen würdest. Wieso passieren diese Dinge ausgerechnet mir? Ach, ich bin mal. Verdammt, das ist ein wie ein Labyrinth hier. Mal die letzte Tür. Es sind wieder Anfänger. Ja. Okay, jetzt sind wir woanders. Das heißt, ich glaube, irgendjemand im Hintergrund nuschelt. Oder keine Ahnung, wo lang müssen. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Gehen wir hier mal rein. Hier ist das Abfall. Hier reingehe. Hier. Durch die 1. Durch die 2. Durch die 3? Nein. Durch die 1. Durch die 3. Durch die 3. Okay. Also muss ich mal den mittleren Weg nehmen, anscheinend. Immer, wir nehmen einfach mal immer die Mitte. Ich bin doch wieder hier. Ich komme immer vorne hinten raus. Okay, jetzt muss ich da hier. Nicht hier. Oh, es nuschelt einfach nur im Ohr. Nicht hier, nicht hier. Ich komme nicht mehr zurück. Habe ich den Anschein? Ich muss also irgendwie ein Weg hier finden.
Nur der Weg erschließt sich bei mir irgendwie noch nicht ganz. Nicht am Anfang. Aber es gibt auch kein Anzeichen, wo ich lang müsste. Ich will wieder zurückgehen. Ich habe keinen Bock mehr. Vielleicht irgendwas im Inventar. Ein Stein. Feuerzeug. Monster-Schlüsselkarte, okay. Kann ich irgendwas für den Stein machen? Feuerzeug. Das eine Frage ist, wo mein Dad. Ich finde schon, dass es cool aussieht. Ich weiß nicht, warum ich es mit Baum schleppe. Ich finde sogar so genie, vielleicht einen mich das einfach an. Stein. Wenn ich jetzt mal alles gerade auslaufe, habe ich auch keine Ahnung, wo ich hinlatsche. Ich glaube, es ist einfach irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie ich lang laufen muss.
weil er keine Ahnung, wo ich langlatschen muss. So. Also immer noch nicht, wo ich lang muss. Ich lasse es einfach mal. Okay. Ja, bleibt ihr unten? Bist du? Die Tür ist offen. Ist das gleiche Spiel nochmal, oder wie? Aber ich weiß ja immer da lang gehen, jetzt, wo da nichts ist. Ha, schon mal richtig. Hey! Yay, auf Anhieb. Untersuchen. Ein altes Buch. Die Vorderseite ist aus Holz. Ein schwarzer Kreis aus einer anderen Art Holz ist drin eingelegt. Die dünnen grünen Seiten sind von Symbolen basiert. Ich kann sie mir keinen Reim darauf machen, aber irgendwie hinterlässt es einen bitteren Geschmack in meinem Mund. Ah, schon wieder so Dinger. Doch mal was. Ah, okay.
Larry wiedergefunden. Hey, perfektes Timing. Ich glaube, wir müssen diese Hebel gleichzeitig ziehen, um das Tor anzuheben. Wir müssen uns ständig in den Kreis gedreht haben. Der Raum hinter diesem Tor muss der Mittelpunkt dieses Ortes sein. Das ist der letzte Raum. Ash muss dort hinten sein. Hä? Ein altes Buch, dessen Umschlag aus Metall ist. Das Entwurf auf dem Bord, der erinnert mich an einen Sanduhr. Die Seiten fühlen sich starr an und sind mit einem seltsamen Kritzel übersät. Beim Anblick dieses Buches bekomme ich ein Gefühl von tiefer Trauer. Ich glaube, dieses komische sechsige Ding, das wir bei Mrs. Packers im Tisch gefunden haben, ist so eine Art Schlüssel. Wow. Ach du Scheiße. Da sind die Knochen hin. Mehr als eine Wohnung. Das sind ja tausende von Knochen. Noch ein Socki, aber es befindet sich kein Buch darauf. Oh, Ash. Ash? Ash, alles in Ordnung. Ash! Ist sie. Sie atmet noch. Ich brauche Hilfe, um sie hochzuheben. Hä? Sie ist wach. Was ist denn hier los? Wo sind wir? Mann, du bist den blöden Müllschlacht hinuntergefallen. Ich dachte schon, du wärst hinüber. Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Ist es okay bei dir? Ja, ich glaube schon. Mir ist nur schwindelig und es tut alles weh. Aber keine gebrochenen Knochen. Zumindest nicht meine. Ha, Mann. Ja, du glaubst gar nicht, was wir alles machen mussten, um dich zu finden. Oh, das haben wir alles Sally zu verdanken. Er hatte so eine Vision. Und dann hat er diese alte Tür im Keller entdeckt, die uns überdunkelte zu Stufen in diesen Tempel, von dem wir diesen verrückten Kult geführt haben, mit den Rätseln und Pfeilen und irgendein. Und Todd! Todd hat immer noch für uns das Tor offen. Wir sollten schleunigst zu ihm zurück. Wow, this is so much to take in. I can't believe all of this right below the apartments. Also sie kann sich gar nicht vorstellen, dass so viel innerhalb des Apartments los ist. Danke, dass ihr auf die Suche nach mir gegangen seid. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch tun würde. Alter, ohne uns wirst du nicht in diesen komischen Schacht gefallen. Und was machen wir jetzt? Mrs. Packerton hat mehrere Menschen auf dem Gewissen und die Fleischwurst. Igitt. Wie können wir das ignorieren? Auf keinen Fall, wenn ich daran denke, was ich mir über dieses Innere des Tempels und Mrs. Packertons Apartment erzählt habe, halte ich es für unmöglich, dass sie auch irgendwas Okkultes verwickelt ist. Auch wenn es die Gemeinschaft schon lange nicht mehr gibt, könnte sie diese Tür entdeckt haben, genauso wie wir. Oder sie ist das letzte noch vorhandene Mitglied und versucht die Ziele allein zu erreichen. Du glaubst doch nicht etwa, dass sie den rotäugigen Dämon zurückholen will, oder? Hoffentlich nicht, aber wir werden uns darauf vorbereiten. Meint, wir müssen sie aufhalten, am besten bevor was passiert. Die Polizei zu informieren halte ich für keine gute Idee. Vielleicht sollten wir uns an die Staatspolizei oder das FBI wenden. Und diesmal müssen wir uns unseren Eltern glauben. Sie werden uns helfen, sobald wir ihnen zeigen, was sich unter dem Haus befindet und Mrs. Packerton getan hat. Ash hat recht, wir sollten unsere Eltern diesmal auch mit einbeziehen. Vielleicht sollten wir sie einfach töten. Was? Mrs. Packerton, vielleicht sollten wir sie töten. Sie ist also sollte es nicht allzu schwer sein. Wir können nicht einfach jemanden obmurksen, Larry. Dann würden wir nicht besser sein als sie. Normalerweise wäre ich dagegen, Leute etwas anzutun, aber diesmal stimme ich Larry zu. Todd, Larry, meint ihr das ernst? Denkt alle an die seltsamen, unerklärlichen Ereignisse in Addisons Apartments und Knopfe im Allgemeinen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlicher erscheint es mir, dass Mr. Packerton alleine handelt. Es muss Komplizen haben. Es würde erklären, weshalb die Polizei Charlies Fall und den Mord an der Holmes-Familie vertuscht hat. Und kein Ende der Korruption ist in Sicht. Gott verdammt. Ich denke, das macht Sinn. Sal, du hast so etwas Ähnliches heute schon mal gesagt. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir uns darum kümmern. Vielleicht. Du weißt schon, die größten Probleme, die normale Teenager haben, sind Kleinigkeiten wie populär sein oder eine nette Frisur zu haben. Nichts und natürlich, wir müssen die Welt retten.
Und dann? Wir wollten erstmal darüber schlafen. Es war ohnehin schon fast morgen und wir waren mehr als fertig. Und die Lehrerin? Wie habt ihr euch entschieden? Seid ihr zur Polizei gegangen? Mussten wir nicht. Wie sich herausstellte, kam Packard in derselben Nacht in einem Unfall ums Leben. Sie und der andere Fahrer waren sofort tot. Was für ein Zufall. Wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie es doch selbst nach. Es war auf der Titelseite am Tag darauf. Hochgeschätzte Lehrerin stirbt bei Unfall mit Alkoholenker. Natürlich finden wir sich keine Details über die Leichen an ihrem Apartment oder die Tatsache, dass sie Fleisch von toten Mann Schüler verfüttert hat. Das wurde vertuscht. Ich verstehe. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben. Das ist die Wahrheit und Sie haben mir versprochen, dass alles gesendet wird. Keine Sorge, Sir, es wird alles ausgestrahlt. Ich halte so, was ich verspreche, und ich kann mir vorstellen, dass die Leute nur so darauf brennen, zu hören, was sie zu erzählen haben. Ja, alle Augen sind nun auf Sie gerichtet. Sie haben Ihre Freundin Ashley sehr lobend erwähnt. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr euch sehr nahe standet? Sie waren an ihrer engsten Freunde, so wie Larry Jason und Todd Morrison, nicht wahr? Ja. Haben Sie das gesehen? Der Mörder Sally Face, heute steht er vor Gericht, löschte seine ganze Familie aus. Wenn man den Worten der Gerichtsgebete Glauben schenken kann, wird der Staatsanwalt Ashley Campbell in den Zeugenstand rufen, damit sie gegen den Mörder Sally Face aussagen kann. Stampe ist eine langjährige Freundin von Sally Face und sie dürften sich während ihrer Highschool-Zeit sehr nahe gestanden sein. Okay. Was ist mit Todd? Sie haben mir versprochen, dass Sie mir von Todd erzählen. Ja, richtig, natürlich. Wir haben Morrison gestern gefilmt. Er hat das Krankenhaus nicht mehr verlassen, nachdem was in jener Nacht geschehen ist. Er steht immer noch neben sich. Ist teilnahmslos, spricht kein Wort. Leider konnten wir ihn nicht interviewen. Dafür haben wir mit dem behandelnden Arzt gesprochen. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Sal, aber Morrisons Zustand hat sich nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Sein Zustand wird als irreversibel bezeichnet. Er kann wirklich und er kann Wirklichkeit und Fantasie nicht mehr. Er kann Wirklichkeit und Fantasie nicht mehr unterscheiden und möchte nur noch sterben. Wenn wir ihn nicht von seinem Leiden erlösen, wird er gewalttätig werden. Ich muss ihm helfen. Irgendwie, ich muss ihm helfen. Weder seine Ärzte noch irgendwelche Spezialisten haben dort helfen können. Was macht sie so sicher, dass sie es können? Weil ich die Wahrheit kenne. Ich weiß, was wirklich passiert ist. Ich weiß, was dort fehlt. Highland. Der Rotäugige. Fortsetzung folgt. Ja, so. Danke erstmal bis hierher schauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.